Hi, willkommen zu einer neuen Folge Wulong. Wir sind mitten im Krieg, kann man sagen. Hier kloppen sich einige. Und wir haben den guten Zhao Yun dabei, der uns unter die Arme greift. In dem Gebiet hier haben wir gut, ja, knapp die Hälfte der Standorte. Hör auf damit! Und ich habe auch schon einige in der letzten Folge gesehen. Bloß die habe ich mir noch nicht geholt, weil da ein bisschen von Moralrang zu starke Mobs rumhängen. Das ist hier in dem Gebiet etwas verzweigt. So, den können wir uns jetzt mit dem Dings holen. Genau, den Kleinen rauslocken. Ja, den hätte ich gar nicht verbrauchen brauchen. Ich krieg jetzt durch die Standarte ja sowieso alles wieder voll, ne? Naja, egal. So, dann hätten. Auf was bringt das dich? Auf 10 hoffentlich, ne? Wenn ich sterbe. Ja. Und ich selber bin auf 11. Dann wollen wir mal. Kann ich hier rauf? Ja. So, da hinten ist ein Tiger, der auf 16 ist. Das ist mir noch ein bisschen zu stark. Auch wenn ich in diesem magischen Level 5er Bereich bin. Vor allem, weil das nur eine kleine Fahne ist. Aber hier sind einige Gegner, wo ich mich jetzt noch stärker machen kann. Ja, 12. Er ist 15, aber den schnappen wir uns jetzt. Ne, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Hier war ich auch noch nicht. Aha, da geht's hoch auch. Hä? Warum hat er. Das ist doch. Das ist doch mit weißer Kreide angemalt. What the fuck? Wenn du mir jetzt erzählen willst, dass ich da nicht hoch kann, ne? Das glaube ich dir nicht. Ja, das hat wehgetan. Es ist doch mit Kreide angemalt. Oder ist das später einfach nur ein Shortcut, dass du das. Ja, es kann natürlich sein, du kannst da so ein Tor runterfahren lassen. Oder. Das kann ich mal auch probieren. Kann ich das kaputt machen? Nein. Aber ja, ich komme nicht rüber. Okay. Ah, scheiße, Fallschaden. So, wo waren hier jetzt noch Sachen? Ich glaube, hier oben war was, aber das war, glaube ich, zu mächtig für mich. Viel zu mächtig. Hier war, glaube ich, was, ne? Genau. Wie stark? 19.
Und hier war auch was. 19. Ja, 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 die waren alle zu stark. Da habe ich Fahne geholt. What the fuck? Dich habe ich übersehen. Ah, du bist nur 14. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ich habe die falsche Kampfkunst eingesetzt. Die zweite ist nämlich gar nicht mal so gut, weil die so lange Aufladzeit hat. So, der Typ ist aber weg. Aber er hat hier nur die Kiste verteidigt. Er hat leider keine Fahne verteidigt. Oh Mann, ich muss das lassen. Das ist alles unnötiger Fallschaden. Ah ne, da oben war ich schon drauf. Ja, ich könnte noch da runter jetzt gehen. Ne? Das sind doch keine Gegner. Hier war aber irgendwo noch eine Fahne in der Nähe, das weiß ich. Hier ist ein 14er Typ rumgelaufen. Da ist auch eine Fahne. Stufe 20, vergiss es. Hinter dem Tor ist auch, glaube ich, der Boss. Hier war ich nicht. Ist hier die Fahne? Ja. Und da ist der Typ. Okay, wir holen uns erst die Fahne. Irgendwer schießt auf mich. Hast du das? Wo ist der große Typ? Den schnapp ich mir. Ey, hier geblieben! So, der ist weg. So, Stufe 13. Wir fehlen noch 2, 5 Fahnen. Ich weiß, wo eine kleine ist und ich weiß, wo 2 große sind. Ich weiß, wo die nächste kleine ist. Hier ist noch eine. Ich bleib mal hier unten. Oder? Ah, ich kann da nicht rüber. Komme ich hier raus? Ja. Okay, hier kann ich runter. Ah, hier sind auch eher schwächere Gegner. Da hätte ich vielleicht vorher hingehen können. Wo bringt mich denn das hin? Also ich weiß, wo die beiden letzten großen Fahnen sind und ich weiß, wo eine kleine ist. Ach so, hier bin ich dann. Okay. Das heißt, irgendwo muss ich noch eine kleine finden. Die beiden großen Fahnen sind noch zu schwer. Dafür muss ich Stufe 19 bzw. 20 sein. Das ist Stufe 13, das ist kein Ding. Stufe 14, das ist in Ordnung.
Nee, den will ich von... Ja, das geht natürlich auch. Was? Ah. Sehr gut. Und jetzt ist mein Drache fit. Das heißt, wir gönnen uns den Tiger, der die Fahne bewacht. Ah! Der Tiger ist hier oben, ne? Ja, da oben wartet er schon auf mich. Komme ich hier raus? Ja, ne? Ich versuch mal was. Kommt der dann? Ich habe fast geglaubt, er kann nicht rüberkommen. Lass mich da in den grünen Kreis. Das heilt mich. Ich finde diese Gottbestie einfach nur geil. Also wir haben ja mittlerweile 5. Ich habe mir schon ein paar angeguckt. Aber dieses mit diese Heilung ist einfach nur der Wahnsinn. Das ziehe ich den anderen absolut vor. Hältst du mal still hier, dass ich dich verprügeln kann? Danke. Und vor allem ist das ja nicht nur für mich, sondern auch für meine Gefährten. Die werden dadurch auch geheilt. Vor allem, wenn sie in diesem Wirkungsbereich bleiben. So, eine kleine Fahne, zwei große. Eine der großen ist da. Es ist der 20er Dude. Den müssen wir uns für den Schluss aufsparen. Eine andere große Fahne war hier oben. Da waren 19er Typen drin. Ja, die da oben habe ich. Waren das 19er Typen? Ja, ne? Ich lock den mal raus. Okay, er ist down. Wenn das wenn die eine große Fahne bewachen, dann... Das ist ein 20er Typ. Da ist auch ein 20er Typ. Und die bewachen nicht mal eine Fahne. Okay, er hat das gemerkt. Locken wir ihn mal raus. Ah, hier ist eine Fahne noch. Die hole ich mir jetzt auch mal, würde ich sagen. Hier ist ein bisschen viel los. Kann bitte das Feuer ausgehen? Ich möchte da nicht durchlatschen. Der ist auch 20. Oh shit.
Bin runtergefallen. Ja, ich versuch mal ihn hier. Vor allem, weil ich ihn backsteppen kann und weil er allein ist. Das war keine gute Idee, was ich da hier gemacht habe. Hallo KI, nutz das doch mal aus! Okay, ich suche das weiter. Das ist nämlich ein Boss. Der verfolgt mich nicht das ganze Level jetzt, oder? Okay, ich bin los. Wo kommen die jetzt auf einmal weg? Also ich grüße das. Weil mich das in... Hä? Wieso bin ich nur noch 13 auf einmal? Wurde das als tot gewertet, weil ich abgehauen bin? Das ist ganz schlecht gerade. Das würde auch erklären, warum die ganzen Typen wieder hier sind. Am unten waren. Nee, die fehlen alle. Ja, ich... Wir müssen nicht drum herum reden. Ich brauche diese Standarte hier. Oh, das ist sehr gut. Okay. Das Ding ist lebensnotwendig gerade. Das bringt mich auf Stufe 16. Und vielleicht kriegen wir hier noch die letzte kleine Fahne gefunden. Okay, wozu ist dieser Turm da? Items gibt's hier, ja. Mir fehlt halt eine kleine Fahne noch. Die Frage ist, wo die ist. Hier klein. Genau, bring du ihn um. Ich kann da auch noch weiter ins Burgesinnere gucken, aber ich glaube... Das sieht doch nach einem Bosskampf aus, würde ich mal behaupten. So, ist hier jetzt hier noch was? Nein. Da ist schon wieder mein Lieblingsfreund, aber an den kann ich mich anschleichen. Leute, der ist gestorben? Nehme ich! Ah, das ist eine Abkürzung. Ja, das war die andere Seite, wo ich in der letzten Folge nicht hochgekommen bin. Aber ich kann das irgendwie nicht runterlassen, oder?
Ist hier irgendwo eins dieser Rädchen? Scheint nicht so zu sein. Okay. Ich brauche noch eine Fahne. Wo ist die? So, dann kann man sich an dich anschleichen. Fast. Es hätte fast funktioniert. Ja, komm nur. Oh, lol. Das war richtig schlecht von mir. Kann man das öffnen? Nein. Wo ist dann die letzte Fahne? Ich habe die übersehen. Die wird irgendwo hier sein. Noch. Weil das da unten ist ein Boss. Ein Zwischenboss, sagen wir mal dazu. Ich muss irgendwo eine Fahne liegen gelassen haben. Da habe ich ein Item liegen gelassen, aber die Fahne hier oben habe ich aktiviert, das weiß ich. Da ist sie nämlich, die Fahne. Hä? Ah ja, da. Da hinten liegt auch ein Item. Noch. Da unten liegt auch noch ein. Was habe ich alles liegen gelassen, Alter? Da liegt auch was. Frage ist, wie komme ich da hin? Von hier wahrscheinlich einfach drauf springen. Ja. Da ist liegt auch noch was. Ja, ich werde irgendwo eine Fahne liegen gelassen haben. Ich werde jetzt mal Offcam danach suchen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe sie gefunden. Wir sind ganz am Anfang des Gebietes, wo wir quasi angefangen haben. Es ist super fies. Ich habe mich nicht genau umge... Es ist ein bisschen fies und ich habe mich auch nicht genau umgeschaut. Es ist hier ein Zelt drin. Ja. Das passiert halt, wenn man nicht aufmerksam ist. Also es ist... ein bisschen bitter. Weil es eigentlich recht simpel in versteckt ist. Und ja, ich bin einfach nicht mit offenen Augen am Anfang losgegangen. Ich sehe mich halt sehr, sehr gründlich um. Am Ende ins Gebäude, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. So. Und wo ist jetzt der Typ da? Wo ist der hin? Der ist mir... Ah, da ist er. Der ist mir durchs Level gefolgt, ja. Ich mache schon ein bisschen mehr Schaden.
Ich bin wahnsinnig. Ich bin fast tot und... Geh auf ihn drauf. Ja, du kannst ihn eigentlich ziemlich gut kontern. Ja, aber bring ihn Feuer. Ja, mein Ki-Kollege, der wird gleich sterben. Ja, das war es mir wert. So, jetzt können wir dich wieder parieren. Ah, doch, reicht doch. So, wir haben ein komplettes Set bekommen. Ein Dreier-Set von ihm wahrscheinlich. Ah, das ist nur ein Rambock. So, da kann man jetzt durch, ne? Und dahinter wird ein fetter Boss lauern. Wir sind aber allerdings schon am Ende der Folge ziemlich. Wir werden noch aufwerten. Ich habe das ganze Level nicht aufgewertet. Ziemlich wahnsinnig. Es macht auch 4 Stück. Plus 6 kriege ich, wenn ich da volle Bulle reinbuttere. Was mache ich da? Plus 5, plus 4. Und da? Plus 4, plus 4. Ja, da sieht man schon die Skalierung der Waffe. Wir machen erstmal 25 Feuerkraft jetzt, bevor wir Erde nachziehen. Und Dings. So, dann gucke ich gerade noch, ob ich ein Item zum Heiltränk verstärken gefunden habe. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Nein, habe ich nicht. Könnte ich... Wie viel Key habe ich jetzt noch über? 30.000. Wie viel brauche ich für ein Level-Up? Könnte sein, dass ich noch eins habe. 36.000. Ich brauche 6.000 Key. Oder 5.5. 3.000. Ja, habe ich auf jeden Fall. So, wo sind die günstigen? Da... Die 300er habe ich schon nicht mehr. Doch, doch, da. Ne, das sind 600er. Asch. Okay, ich brauche jetzt noch 4, 5. Das heißt, 6 davon. Das war zu wenig. Ich kann nicht rechnen. Nochmal 2. So, dann können wir noch ein Level-Up machen. Oh, da passiert aber nicht viel. Ah, liegt an Level allgemein. Alle drei Sachen gehen nicht gut hoch. Okay, Leute, dann schreiten wir nächste Folge durch die Tür. Wird wahrscheinlich ein knallharter Boss auf uns warten. Man hat von oben schon diese große Arena gesehen. Ich hoffe, es euch hat das... Lernreden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Du Sau.